Hallo und herzlich willkommen. So endete auch die letzte Folge. Herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze jetzt aus der Sicht des Vaters von Rachel ist, also Pastor Foster. Ich habe keine Ahnung. So, warte mal. Okay, hiermit kann ich nichts machen. I think it's the Holy Bible. Ich denke auch mal, ich kann hier nicht... Hab ich hier irgendwas? Nee, ich habe nichts im Inventar. Alles klar, ich habe nichts im Inventar. Okay, dann gehen wir da runter. Dann gehen wir anscheinend in den Keller. Und ich hoffe, wir sehen da nicht irgendwas Fieses, Böses, Teuflisches. Hoffe ich zumindest. Okay. Aber... Oh, die Geräusche sind so krass gemacht, ne? Erstmal in die Ecken gucken. Statt irgendwie irgendwann vielleicht aufbeißen. Ich weiß es ja nicht. Dann ab nach oben. Ach, sag nicht, das ist eventuell auch mit Dings verbunden, ne? Mit da, wo wir... Ja. Was soll ich denn jetzt... Warte mal. Ach, ich kann auch kein M drücken. Was soll ich denn tun? Weiß ich nicht. Ich habe überlegt, vielleicht hier reinzugehen, wenn ich jetzt ins Spiel... Wo war das? Locker Room war es nicht. Ja, genau, hier dachte ich reinzugehen, weil hier ja auch der Lippenstift war und irgendwie Rachel und ich habe keine... Alter, geschäftiges Treiben, hä? Warte mal. Okay, made in Germany. Okay. So wie ich. Made in Germany. Aber hier ist ja... Hier steht auch mein Auto. Was? Wie? Wie kann das denn sein, dass wir jetzt Rachel... Nicht Rachel. Dass wir jetzt Nicole spielen? Wenn die weder Taschenlampe, noch Funk, noch irgendwas, noch kann ich auf die Karte gucken. Ich hätte jetzt gedacht, wir spielen... Also ich gehe jetzt davon aus, wir spielen doch Nicole, weil da stand mein Auto, ne? Alter! Was soll ich tun? Ja, dann gehe ich in den Dining Room. Nee, dann gehe ich dann einfach nach oben. Boah, Alter. Ich weiß es doch auch nicht. Einfach Tag 8. Und dann... Was denn? Vorsichtig, Schwein. Einmal vielleicht einen Blick hier reinwerfen. Ich weiß es nicht. Also wie endete die letzte Folge? Also die endete natürlich, dass wir da schon in der Kapelle reinkamen. Und wir haben über die dieses Fest erzählt, ne? Dass der Vater dann von uns, von Nicole... Das ist nicht wahr. Was macht denn hier? Dass der Vater von Nicole dann hier mit dieser Rachel anbandelte, beziehungsweise sie auf jeden Fall die ganze Zeit anstarrte wie so ein altes Schwein. Bin überfordert. Spiel, tu doch nicht sowas mit mir. Wir haben uns so viel gemeinsam aufgebaut. Was? Ich gucke jetzt hier gerade, weil ich die Hoffnung habe, dass wir irgendwie in den Stunden... Ja, genau, die Sachen hier. Perfekt.
liegen gelassen haben. Ja, genau deshalb habe ich mich hier umgeguckt. Sehr schön. Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Stopp. Ich habe das Gefühl, das Faust sinkt wieder. Ja. Deshalb hat es ein bisschen geruckelt. Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Okay. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Das werde ich tun. Die Kirche ist gruselig. Nee, aber das werde ich tun. Yeah, I'll do that. Oh, Irving? Yeah? Mir gefällt Nikki. Mir gefällt Nikki? Ach, so als Name. Die haben, sagen wir, mir gefällt Nikki. I like that you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas. Nikki. Okay, jetzt zeig mal. Was? Genau. Ich muss zurück zur Church. Darauf habe ich keine große Lust, aber mein... Mein ein Zeichen sein? Was? Darauf habe ich keine große Lust, aber mein ein Zeichen sein. Okay. Wartet kurz. Boah, pack das Ding weg. Ich höre es trotzdem noch so heftig. What? Ich dachte jetzt, wenn ich das... Ist nicht wahr, wenn ich das Mikrofon wegpacke, dann wäre das nicht mehr so heftig im... Alter. Eigentlich wollte ich noch auf irgendwas anderes raus. Ich habe es jetzt völlig vergessen, weil mich das Ganze jetzt wieder so durcheinander gebracht hat. Ob ich den Weg... Ich probiere jetzt einfach mal ohne Karte. Irgendwo verfranse ich mich, das weiß ich. Bitte sag doch was. Bitte, also bitte kommentiere es. So, warte mal, kamen wir... Nee, ich kam auch so. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. Du glaubst also nicht, dass ich verrückt bin? Lass uns göttliche Vorhersehung einmal ausschließen. Das zweite nehme ich. So you're excluding the idea that I received our Lord's calling in the dream? I never thought about that. Sister Nicole doesn't sound bad at all, though. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed.
A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Flasche. Flasche. Es ist und bleibt nur eine Flasche. So, als erstes probieren wir die Orgel aus. Let's get it. Oh yes. Nein, das machst du nie wieder. Woher hey, kam das? What are you doing there? Don't know. I think you stayed on the line. Didn't notice. Zu viel Horror? Mir hat das Phantom der Oper immer gefallen. Zu viel Horror? Zu viel Horror? You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. Nein, sie nicht. Wir haben's gehört, sie nicht. Ich verschone dich damit. You're better off listening to a cat in heat than my scales. Well, you can always pick it up again. Even if I don't think it's crucial. I mean, playing the organ. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gudge till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Noch eine andere Theorie, die ich habe, liebe ich ja in solchen Spielen. Sie hat Rachel was angetan, die Nicole. Sie hat es einfach nur vergessen. Also es gibt ja diesen, dieses... Ich weiß gar nicht, dass das Unterbewusstsein das Bewusstsein irgendwie schützt vor ganz schrecklichen Taten, denen man sich nicht stellen kann, weil man sonst... Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sowas gibt es ja wirklich, diesen Effekt. So, wir melden mal das Rednerpult. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church. But I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible! Yes. Oh, something like... Down the stairs, watch your step... Don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around. There's your way in front of you. All that's closed can be open too, if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. A total mystery. Wanna play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. Alter. I'll call you if anything comes to mind. Oh, noch nicht, wenn ich jetzt gerade gehe. Hm. Ah, entschuldigt. Okay, die Treppe runter. Wir haben so viele Treppen. Ist das Problem. Klug wäre natürlich eine Deko, die man hier für die Kirche irgendwie benutzt. Das ist dann... Eine Treppe ist, die nicht so weit weg liegt. Ja, bedeutet eventuell sogar diese Treppe hier.
wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht endlich die alte Abstellkammer finden. Es kommt wirklich nur darauf an, welche Treppe. Nee. Dann pass auf, wohin du trittst. Das kann ja nicht sein, sonst hätte sie das damals schon geöffnet. Du lässt mich jetzt hier mit dem Rätsel einfach so alleine zurück? Oh, Alter, Olle. Die Treppe runter. Ja, wo ist das Rätsel? Habe ich das noch irgendwo? Nee, ne? Ach, kann doch nicht wahr sein. Die Treppe runter. Pass auf, wohin du trittst. Dreh dich um. Warte mal, wie wär's, wenn ich mal das Ding hier in die Hand nehme? Was nicht... Ach so, mit Rechtsklick. Oh Gott. Ja, die Taschenrampe ist ja schon richtig nice. Also irgendwas stimmt hier mit der Ecke nicht, aber das kann natürlich auch nur ein Grafik-Bug sein. Dreh dich um? Ja, jetzt... Abdreh dich um, habe ich eh schon vergessen. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen laufen. Also ein bisschen hiervon weglaufen, so dass die... Das hing da doch eben nicht. Never. Oder ich habe mich doch hier schon eben in die Ecke verpieselt. Ja. Alter, ich habe es doch eben schon gewusst. Oh, Scheiße. Oh, shit. Oh, shit, der Abstellraum. Kannst du jetzt rein? Yes, yes, yes. Yes, yes, man. Warum ist hier Schnee? Warum ist hier Schnee auf dem Boden? Warum trage ich eine Maske? Der immer hochfrequenter. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Retard, heißt das nicht sowas wie Behinderung? Oh, shit. So, found the mystery decorations? No, no. No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. Hier unten würde niemand wohnen. Vielleicht ist das ein Traum. Ja, hier unten würde niemand freiwillig wohnen, aber vielleicht musste da ja jemand wohnen, weil er da hingeht. Ich sag's einfach. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Wait, wait, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving! What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Alter. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber hier geht's nirgendwo weiter, ne? Okay, okay. Alter. Was haben wir da? Was steht da? Hey, can you hear me? Brotkrumen. Yes. Okay.
We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think, someone could have been in your room. Das ist egal. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Rachel's Buch? Teach me to talk. The speech therapy. Das gebe ich jetzt auch durch, yes. Oder was? Cole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Du bist keine Hilfe. Nein! No way! You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why. Why all of this? We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father, he spent years in there. In total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience, he wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. Soll das ein Scherz sein? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht genau, was er damit aussagen wollte. Soll das ein Scherz sein? Ich glaube, ja, komm. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you! My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! I... He would never have built a fucking underground shrine for a dead person! Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Okay, und was ist jetzt hiermit? Kann ich nicht benutzen. Scheiße. Okay, aber er geht jetzt von der Theorie aus, dass es nur wie ich so eine Art Schrein war, ne? Für sie. Okay. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Konzentrier dich, Nicole. Ich muss meine Schritte... Keine Ahnung, konzentrier dich. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then, the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then, my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction.
if Rachel didn't kill herself? Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? No. Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Ich finde das auch, das spitzt sich langsam zu einer richtigen Verschwörung zusammen. Ich finde das auch so creepy, diese Vorstellung. Ich meine, die hatte da ja ehrlich gesagt nur einen Schreibtisch und ein Bett drin. Ich finde das so eine krasse Vorstellung, dass da selbst einfach Fenster und Bücherregale einfach nur reingemalt wurden. Wisst ihr, was ich meine? Noch nicht mal richtiges Sonnenlicht, noch nicht mal richtige Bücher. Es wurde einfach nur reingemalt, damit es so aussieht. Also, wenn Rachel überlebt hat und wie ich da drin gelebt hat, dann... Hallo? Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die da freiwillig gelebt hat, nur wegen, dass sie Mitverschwörerin ist und auch was von diesem Geld hatte. Wenn, ist das alles über ihrem Kopf passiert. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob uns da am Ende irgendeine zufriedenstellende Lösung erwartet. So, warte mal. Du meintest ja... Oh, Alter, die Geräusche. Die Spieluhr. Alter. Nein. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a three-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage, but I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? What? Okay. Alter. Alter. Ich würde jetzt eigentlich gleich die Folge beenden wollen. Oh, warte, stopp. Kann ich, ich kann nicht auf Escape drücken. Doch, jetzt kann ich auf Escape drücken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns dann jetzt, ne, ist ja auch eh relativ neu raus, was uns erwarten wird. Ich hoffe, dass am Ende wir wenigstens eine kleine Antwort uns erwartet. Ich möchte den ganzen Dreck jetzt auf jeden Fall schon irgendwie aufdecken, sonst werde ich kirre. Lieber Zuschauer, ich danke dir für deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao!